Ey, wehe, wenn die Aufnahme auch leckt. Ich hab die doch schon so eingestellt. Weißt du, man macht sogar Testaufnahmen und dann soll es trotzdem lecken. Ach, vergiss es. Ich geh wieder runter. Oder ich geh wieder auf die AK. Nicht, dass du... Gibt's eigentlich auch eine Schule? Weißt du das noch? Eine Schule gibt's hier nicht, nee. Oder ein Bürogebäude, wie ich so gern. Wir sollten... Ich würde ja ganz gern nochmal... Also was heißt nochmal, aber... Ey, ich habe jetzt die Grafik auf ganz low und das leckt immer noch. Da kann irgendwas nicht stimmen. Okay. Dann muss es echt irgendwas bei dir am PC sein. Lol, bei mir sieht das Krankenhaus gerade voll zerbombt aus. Yep, bei mir auch. Okay, jetzt glaube ich wirklich an den Grafik. Pitches. Okay, einfach mal kein Kommentar. Alter, das ist ja mal... witzig. Es sieht einfach anders aus. Und im Original sieht es aber wieder ganz normal aus. Ich kenne das, ey. Ich wette es mit dir. Ups. Wir gehen mal in den Zelten. Ich will nämlich noch so ein bisschen Medi-Ausstattung haben. Und die müssen wir wahrscheinlich wieder aufpassen, weil die wahrscheinlich irgendwelche Penner sind. Ah ja, doch, doch. Mal sehe ich hier über die Mauer irgendwie? Nee, noch nicht. Okay. Aber ich höre hier auf jeden Fall Leichen. Ja, sehr viele Leichen. Sind hier nicht eigentlich die Zelte? Ne, sind doch die Zelte auch. Bei mir sind die Zelte nicht mal da. Ciao. Ah, Zombie hinter dir, WTF. Alter. Warte, ich mach. Ja, dann schieß nochmal mit der lauteren, natürlich. Warum auch nicht? Ja, ich sag's einfach. Also, ich hau mir mal zwei Bloodpacks hier. Da ist noch ein Zombie. Ja, der sieht aus wie ein Rekord. Wäre interessant. Der ist voll verbuggt. Ich probier's aber mal nicht. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, komm. Gehen wir weiter. Hm. Wer weiß, wo der herkommt. Ich will's gar nicht wissen. Ich brauch ein... Und auch Essen, Trinken wäre mal ganz geil. Es... Fuck mich ab, dass im Supermarkt nichts gespawnt ist, ne? Bei mir ist auch wieder ein netter Bug. Ich habe seit dem Start des Spiels, nichts zu essen und zu trinken verloren. Ich bin immer noch beim grünen Bereich. Hast du oben in der rechten Ecke hier deine Statuswerte und so? Nee. Also kein Debug-Mode und so weiter? Nee, gar nichts. Okay, normalerweise hast du ja, wenn du nämlich oben in der Ecke dieses Feld hast, wo du siehst, wie viel Blut du noch besitzt und so weiter. Das habe ich eben nicht, das ist auch nervig. Nee, das kannst du wieder reinstellen. Wie denn? Da gehst du auf Escape, Options. Ja. Game Options. Ja. Und da unten, ganz unten, Daisy UI, gehst du auf Debug zurück. Okay. Aber dann hast du die ganzen anderen Anzeigen alle nicht mehr. Bei mir hat sich gar nichts geändert. Du müsstest dann immer noch oben. Ach, Mann, was weiß ich, was mit deinem Verbackten los ist. Weiß ich da jetzt nicht. Ich stell mal wieder zurück auf High, die Grafik, weil ich sehe ja so echt kaum was. Jetzt habe ich wieder Receiving, auch schön. Continue. Kann ja alles mit rein, ist ja kein Problem. So. Jetzt ist wieder halbwegs. Aber das läuft wieder nur mit 17 oder 16 FPS. Ey, ich will. Pass auf, wir machen das mal. Warte mal, wie sieht's bei mir aus? Was habe ich denn? Ich habe was zu essen, aber... Ich stell die Grafik auch nochmal um. Ja, vielleicht ist es ja, dass so. Ich auf höher stellen muss. Okay, pass auf, ich trinke jetzt erstmal kurz. Hier, die Cola weg. Die einzige, die ich habe. Das ist bei mir aber irgendwie jetzt. Ich habe ein verbuggtes Desert. Ja, es ist aber gerade auch ein bisschen laggy auf dem Server tatsächlich. Okay, lass mal hier in die Richtung weiter rennen. Ja, ich habe gerade weil... ein bisschen noch. Warte. Achso. Ich würde nämlich ganz gerne mal rüber zu Elektro und da in dem Supermarkt gucken, okay. Und gucken, ob der so verbuggt ist oder nicht. Wo bist denn du eigentlich? Hinter dir. Hey. Ich höre dich, aber sehe ich nicht. Da bist du. Okay, dann lass mal hier rausrennen und Richtung Elektro. Das ist ja verhältnismäßig. Johnny wurde getötet. Der Typ, der in der der Typ, der in der Kirche liegt, ist wirklich jetzt tot. Ja. Ist doch Johnny. Bist du so viel schneller als ich? Kotzt mich das an. Keine Ahnung. Ah, stimmt. Wenn wir von der Stadt weggehen, dann wird es auch weniger laggen wieder. Das ist durchaus möglich. Ach nee.
Bassi ist auch tot, der wurde auch gekillt. Der gute Bassi. Ich fand das jetzt alles ein bisschen ernüchternd nur, also jetzt nicht so... Nicht so ganz, wie man sich vorgestellt hat. Vor allem, da ich kein Essen und Trinken verliere, kotzt mich das auch an. Mhm, mhm. Und ich jetzt wieder einen Grafik-Leak besitze? Okay, alles klar, so schick. Sehr mysteriös. Und ich habe auch keine... Ich bin nicht sichtbar und nicht hörbar. Bin ich auch nicht. Oh, ja, das sind oh mein Debug-Fenster ist auf einmal gespawnt. Okay, dann hast du anscheinend echt Server-Lags richtig drin, also richtig böse. Das kann natürlich sein. Weil ich vielleicht, als einer der letzten noch raufgegangen bin oder so. Das kann sein, weil der Server permanent voll ist. Weil ich habe endlich schon mit der Grafik gespielt, ohne dass es geleckt hat. Deshalb, ja, weiß ich jetzt auch. Würde mich wundern, wenn es auf einmal deswegen laggen würde. Es ist, kann nur Server-Lags sein, weil ich bin auch langsamer als du. Und das kann nur Server-Lags sein. Komm mal her hier. Mann, muss man mal auf dich warten. Alter Falter. Ich kann nichts für. So. Ja, ich sag nur. Warte mal, komme ich wenigstens außer Atem? Ja, das komme ich. Und jetzt das Debug-Fenster wieder weg. Na, weil du wahrscheinlich wieder. Nein, ich hab gar nichts gemacht. Ach, was weiß nicht. Kürbisse. Ist natürlich auch geil, wenn jetzt der Bus hier ankommen würde, ne? Wäre natürlich auch nicht Bus, schlecht. Der ist ja davon wirklich durchgefahren durch Tscherno. Ja. Ich glaube, wenn wir unsere beiden PCs zusammentun würden, hätten wir den Ultra-PC. Ja. Das wäre durchaus möglich. Genug Speicher genug und alles sowas. Kann sein. Das heißt, wir tun unsere PCs zusammen und kopieren ihn dann. Auch eine Möglichkeit, unbedingt, ja. Und wer besitzt ihn dann? Nein, wenn wir ihn kopieren, dann hatten wir ihn ja zweimal. Achso, wenn wir ihn kopieren? Ah, ich dachte, wir tun ihn zusammen. Ja, was auch immer. Nicht mehr nur. Müssen wir hier nur wieder erstmal um die Meerenge rum. Und dann auf jeden Fall in den Supermarkt einmal bei Elektro, weil ich, wie gesagt, unbedingt einen größeren Rucksack brauche und du eigentlich auch. Ja. Weil ohne geht halt echt nicht. Also es geht theoretisch schon, aber dann müssten wir auf andere Sachen verzichten und das möchte ich nicht. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt lebend aus Elektro rauskommen. Mhm. Auch so eine interessante Sache. Da steht ein Zelt. Da steht auf weiter Flur ein Zelt. Okay, aber das wird eben nur wieder ein. Ich mach mir ein Joke-Zelt sein. Ja, oder einfach ein, weißt du, wahrscheinlich steht hier irgendwo ein Spawn, Sniper, weißt du? Und snippt uns gleich weg. Möglich. Ey, pass auf, ich sag dir das. Ich guck da trotzdem rein, weil irgendwann liegt mal was drin, weißt du? Hier. Natürlich ist es leer. Und schnell weg hier. Ich habe keinen Bock, dass hier ein Sniper steht, ey. Ich habe da echt gar keine Lust drauf, jetzt hier weggesnippt zu werden. Das wäre auch so ein Arschlochverhalten, weißt du? Das sind ja die ganzen Penner. Obwohl, wir haben das auch schon mal gemacht. Weißt du, es ist noch damals auf dem Rathaus von Tscherno? Ja. Mit den Leuchtfackeln? Ja, das war schon. Wir saßen zu dritt auf dem Rathaus von Tscherno in der Nacht. Oder zum Abend hin, wo schon langsam dunkel wurde. Und haben einfach mal wie die Assis in alle Richtungen Leuchtfackeln, Leuchtstäbchen und so weiter geworfen. Und dann hat es immer die anderen Spieler angelockt. Und sobald wir einen davon gesehen haben... War er tot. War er tot. Und das war die Zeit, wo ich den Bug hatte, dass es bei mir Tag war. Oh, ich habe gerade massive Lags, okay. Okay. Gullarsch. Ach ja... Geht's wieder? Okay, ich hatte gerade einen kleinen Lag. Oh, du bist bei mir gerade weggebackt. Und Gulasch ist du? Übrigens tot. Da bist du. Ja. Der Gute. Oh, ich bin nicht Arne, ich bin jemand anders, ich schieße dich ab. Ich sehe dich in deinem... Oh mein Gott. Ah, da, ja. Nach dem Motto, Sonic the Name and Speed of Cocaine. Oh mein Gott, was ist mit dir los? Ja, nee, ist klar. Du bist gerade auf der Stelle gerannt. Wuhu, Moonwalk.
That's the way. Oh, I like it. Ich merke, ich bin immer noch leicht verschnupft. Frechheit. Jetzt überhaupt voll krass, Let's Play DayZ ist voll Survival mit Ariel und Nichols und überhaupt voll krass und überhaupt so. Auf jeden. Und ich sag dir, selbst wenn diese Aufnahme jetzt ruckelt, ist mir das egal, ich lade es trotzdem hoch. Ist mir egal. Ja, hast du es bei der ersten Aufnahme gemacht, da hat es auch nicht geruckelt. Da habe ich es auch mit DxTory damals aufgenommen. Ich weiß nicht, warum das da nicht geruckelt hat. Ich meine, ich habe ja auch hier davor eine Testaufnahme im Wald gemacht, da hat es auch nicht geruckelt, als ich mir angeguckt habe. Hm. Wer weiß. Dosu ist übrigens tot. Warte mal, ich guck mal kurz mit P. Es geht nicht auf dem Server eigentlich. Ach, meine Güte. Epic Fail LPs. Timo, Andy, Kipan, Alex, Yannick, Star Nemo. Coke Zero. Coke Zero. Ja, ich habe nur gerade auf die Liste mal. Warte mal, muss ich mal gucken. Ich gucke auch gerade mal auf die Karte, das, ich habe ja eine. Ja, das vor uns müsste jetzt Cap Golova sein und dahinter müsste der Elektro kommen, ne? Warte mal. Ja, mach das. Ja, müsste. Wunderbar. Ja, doch. Sehr schön. Wusste ich doch, so zwei, drei Dinge. Auch nach zwei Monaten Pause hat man noch so zwei Sachen. So ein paar. Die vergisst man nicht. Ich höre mich wirklich immer noch so leicht verschnupft an. Naja. Das Schniefen ist weg, weißt du, aber die Nebenhöhlen, die wollen noch nicht so ganz. Ich würde jetzt gerne einen Hasen abschießen oder sowas. Das tust du jetzt nicht. Aber ich sehe ja keinen, das ist das Problem. Selbst wenn du einen sehen würdest, tust du es nicht. Ziehst du dir schnell ein Hasenkostüm an? Nein. Ach, schade. Das habe ich nicht vor. Da ist ein Boot, los machen wir es Seetisch. Oh, Boot! Oh mein Gott! Entschuldigung, war gerade der Asimov. Bist du eigentlich schon wieder hingespackt? Ach, da unten. Ich hab auf dem Boot gesessen. Was? Hey, DayZ, voll krasses Spiel und so. Wo warst du? Ich hab auf dem Boot gesessen. Gut, dann haben wir schon einen Namen für das Let's Play. Ja. Oder für den Part, meine ich besser gesagt. Ja, ich hab. Der Part heißt, ich hab auf dem Boot gesessen. Ich hab auf dem Boot gesessen. Sehr geil, auf jeden Fall. Es gibt ja auch Boote in DayZ, ne? Tatsächlich. Gay! der war auch schon nicht schlecht. Link kommt in die Beschreibung. Nein, kommt er nicht. Nein, kommt er nicht. Tatsächlich gibt's ja in DayZ Boote. Also wirklich, mit denen du fahren kannst. Mit dem kann man fahren, mit den Booten? Nein, ich meine, man richtig als Vehikel. An Land mit Booten rumfahren. Oh Mann, ey. Nein, damit kannst du die Küste entlang fahren. An die Küste, immer noch nicht im Wasser. Ja. Nee, ich sag einfach nichts. Kommt, Leute, das müsst ihr zugeben, das war echt witzig. Kein Kommentar. Ich werde dieses einfach irgendwann mitten in der Nacht, wenn du schon schläfst, hochladen, weißt du? Damit du es nicht thumbnailen kannst. Damit du den ganzen Tag angepisst bist. Warum hat es noch kein Thumbnail? Ich so, ja, das machst du. Arschloch. Oder ich rufe dich, das ist noch geiler. Ich lade es um 5 Uhr morgens hoch, weißt du? Und rufe dich dann um 6 Uhr morgens an, wenn es hochgeladen ist. Ja, weil es auch so gut klappt. Um 5 Uhr morgens ist mein Telefon aus. Ja, mein Gott, wenn ich mit dem Auto schnell losfahre, brauche ich 5 Minuten, klopfe ich dann die Scheibe. Puh. Du weißt, ich würde sowas machen. Ja, würdest du nicht. Doch, würde ich. Nein. Ich habe schon ganz andere Sachen gemacht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir nie in Elektro ankommen werden. Doch, na klar. Also entweder ist Elektro geschrumpft oder... Kann auch sein, dass diese zwei Hütten da hinten Elektro war. Ja, wir haben ja gerade sowieso Grafikglitches. Ich meine, zerstörte Krankenhäuser, die eigentlich normal sind. Also... Player-Nougat-Schnitte. Das ist auch geil. Hey, da wurde einer gekickt, weil er gehackt hat. Geil. Ja, das ist ein anderer. Teilweise werden echt ganz schön viele gleichzeitig immer von dem Server gehackt. Das ist sehr lustig. Ich meine, ich habe ja die Gelegenheit, diesen Server zu beobachten im Let's Play von Pete's Meat. Das ist sowieso sehr geil. Der macht ja richtig viel Hochladekontent. Der lädt ja zweimal am Tag DayZ hoch. Okay. Einmal um 14 Uhr, einmal um 17 Uhr und das dann am nächsten Tag wieder. Also täglich zweimal. Ist natürlich auch eine Variante, ne? Ja, doch.